Wer von euch war oder ist aktuell Führungskraft? Dankeschön. Und wer hat in seiner ganzen Zeit in der Karriere mal so eine richtig schlechte Führungskraft miterleben müssen? Wow, dankeschön. Ihr merkt krass, fast jede Hand ist hochgegangen. Und ich denke mir, dieses Problem ist echt verbreitet, auch wenn vielleicht wirklich die wenigsten Menschen auf die Welt kommen und sagen, ich werde mal so eine richtig schlechte Führungskraft. Und es überrascht mich auch gar nicht. Weil gute Führung ist einfach häufig sehr schwierig. Und dazu kommt es nicht nur auf die Führungskraft drauf an, sondern auch auf gute Mitarbeiter. Und deswegen glaube ich, ist wirklich wichtig zu wissen, was man von seinen Mitarbeitern erwartet. Mir ist zum Beispiel Zuverlässigkeit sehr, sehr wichtig. Was denn euch wichtig bei euren Mitarbeitern? Einfach mal reinrufen. Offenheit, perfekt. Was noch? Kreativität, dankeschön. Was noch? Passion. Passion, oh, ganz schön. Engagement. Oh. Ehrlichkeit, schön. Eins nehme ich noch. Wow. Sehr schön. Viele, viele gute Punkte. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, genau zu wissen, was man von seinen Mitarbeitern erwartet. Aber ich glaube, es gibt auch eine zweite Frage, die sehr relevant ist. Nämlich, wenn man sich anschaut, was man von seinen Mitarbeitern möchte, sich auch zu fragen, was kann man selber seinen Mitarbeitern dafür geben? Was kann man selber seinen Mitarbeitern dafür geben? Weil viel zu leicht ist es auch so, dass man sagt, hey, ich möchte nur das und ich möchte das nehmen. Aber moderne Führung ist doch wie eine Waage. Die Balance ist entscheidend. Und dann ist es jetzt nicht wichtig, ob das jetzt mal eine Woche vielleicht ein bisschen unausgeglichen ist. Aber langfristig, glaube ich, macht es schon Sinn, einfach im Gleichgewicht zu sein. Weil wer immer nur nimmt, ohne zu geben, verliert dieses Gleichgewicht. Und wenn wir uns mal anschauen, wenn wir Mitarbeiter haben, hier, die Y-Achse steht für die Zufriedenheit, die X-Achse für die Zeit, dann ist er vielleicht am Anfang noch relativ zufrieden, dann ist die Waage leider im Ungleichgewicht, sinkt so ein bisschen. Und wenn es dann nicht wieder umgedreht wird, dann passiert halt eben das. Und ich sage immer, im besten Fall verlässt dann der Mitarbeiter das Unternehmen. Im schlimmsten Fall, jedes Mal, wenn du ihn siehst, sieht er so eine Grimasse. Der bleibt komplett unter seinem Potenzial, nur weil man diese Waage nicht berücksichtigt hat. Und deswegen glaube ich, diese Frage, was kann man selber als Führungskraft geben, sehr wichtig. Und deswegen habe ich mit meinem Trainerkollegen Marius Richter einfach uns überlegt, wie kann man das denn am besten machen und haben ein Modell entwickelt, wo wir einfach die 16 Stellschrauben, die am effektivsten dafür sind, einfach zusammengetragen haben. Das Ganze haben wir Incentive Leading Modell genannt. Und manche nennen es auch das 4x4 der modernen Führung, liegt einfach daran, weil es 4 Bereiche gibt und jeder von diesen 4 Bereichen jeweils 4 Stellschrauben hat. Und ich würde gerne kurz diese begrenzte Zeit nutzen, euch 2 davon vorzustellen. Stell dir doch mal vor, es ist Donnerstagnachmittag, ihr wart schon schön fleißig, der Feierabend ist richtig nahe und kurz bevor ihr die Arbeit verlassen könnt, kommt euer Chef rein und sagt, hey du, könntest du noch bitte noch das und das erledigen? Und du drehst dich um, sagst mit einem Lächeln, ja gerne, aber innerlich denkst du nur so, oh nein, nicht schon wieder. Wer von euch kennt so eine Situation? Dankeschön. Gegenprobe. Relativ ähnliches Beispiel, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Es ist wieder Donnerstagnachmittag, nicht mal lang hin bis zum Feierabend. Kurz bevor ihr nach Hause gehen könnt, kommt euer Chef rein. Und stattdessen er dich fragt, was du noch übernehmen könntest,
fängt er mit dir ein Gespräch an, welche Aufgaben du in der Zukunft weglassen könntest. Wer von euch hat das mal mitbekommen? Merkt ihr was? Ich meine, natürlich gibt es Aufgaben, die müssen einfach erledigt werden, keine Frage. Aber ist es nicht auch so, dass diese Aufgaben, die man hat, einfach immer mehr werden und die Zeit, die man da hat, eigentlich gleich bleibt oder weniger wird? Ich meine, wie soll denn das bitte aufgehen? Und dazu ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass gute Mitarbeiter und vor allem verantwortungsvolle Mitarbeiter, die können nicht einfach sagen, hey, das mache ich jetzt nicht mehr, wie würde denn das wirken? Ich glaube, hier ist wirklich eine aktive Unterstützung von der Führungskraft gefragt. Und deswegen haben wir die Stellschraube Konzentration auf das Wichtigste als eine von diesen 16 Stellschrauben aufgenommen. Machen wir noch kurz die zweite. Mir war zum Beispiel Weiterentwicklung immer super wichtig, aber ich habe gefühlt zu 60-70% nie das Seminar oder die Weiterentwicklung bekommen, die ich gerne hätte. Für mich war es super frustrierend. Und deswegen habe ich mich mit Kollegen ausgetauscht und habe mir gemeint, irgendwie sind mehrere Menschen von diesem Problem betroffen. Und es ist auch kein Wunder, weil unabhängig wie groß die Organisation ist, ob es jetzt 50 sind oder 50.000, im Endeffekt sind die Mitarbeiter ungefähr so verteilt. Die meisten sind durchschnittlich gut, da haben wir ein paar High Potentials drin und ein paar Idioten. So. Und jetzt schauen wir mal, was die Personalentwicklung meistens macht. Sie nimmt hier sich die Top 10% raus, die Führungskräfte, und fördert sie die ganze Zeit. Ich habe wirklich, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die erfahrener sind als ich, aber ich habe noch nie ein Unternehmen mitbekommen, die nicht ihre Führungskräfte fördern. Abhängig vom Unternehmen gibt es dann vielleicht auch Leute, die sagen, hey, die, die Stress machen oder laut schreien, die fördern auch noch ein bisschen. Und was ich mich die ganze Zeit frage ist, was denn mit dieser ganz großen, breiten Masse? Und was ich dann immer höre, ist nämlich diese Aussage, ja, würden wir schon gerne machen, aber wir haben kein Geld dafür. Und dann lese ich Studien, dass der durchschnittliche Trainer 17 Jahre in der Branche davor tätig war, seine Trainerausbildung ungefähr 10.000 Euro kostet und Tagessatz locker bei 2.000 Euro pro Tag ist. Und denke ich mir so, das kann man schon machen, hat alles seine Berechtigung, aber es gibt auch Alternativen dazu. Wieso, wenn man modernes und neues Denken haben möchte, wieso holt man sich nicht mal einen jungen Trainer, der vielleicht nicht ganz so gut ist, aber dafür günstiger? Wieso holt man sich überhaupt Experten und macht einfach Barcamps und realisiert, wer das Wissen schon im Unternehmen drinsteckt? Warum kann man nicht einfach ein Buch mal bezahlen oder vielleicht einfach auch Möglichkeiten, wo man nicht erst einen Mitarbeiter 3 Tage wohin schicken muss? Das ist nämlich meistens noch viel teurer als das Seminar an sich. Wo man einfach sagt, hey, eine Lösung, wo der Mitarbeiter jede Woche für 10 Minuten was lernen kann. Ich glaube deswegen, es macht wirklich Sinn, jeden hier zu fördern, aber weil man natürlich nicht jeden hier wie die Top 10% fördern kann einfach. Wir haben die Stellschraube deswegen aufgenommen, haben sie genannt Förderung für jeden. Das waren jetzt 2 von 16 Stellschrauben. Wer sagt, hey, das klang irgendwie spannend, er würde gerne noch mehr erfahren, kann gerne einfach mir kurz eine E-Mail hinschreiben, dann schicke ich euch sozusagen alle 16 Stellschrauben raus. Ich finde, wie gesagt, diese Frage, was kann ich meinen Mitarbeitern dafür geben, super wichtig. Denn ich glaube, wir sind langsam im 21. Jahrhundert angekommen und da sind nicht mehr Menschen für Führungskräfte da, sondern Führungskräfte für Menschen.